Bonjour! Heute zeige ich euch unser Pinseleimer 1. Ich habe 6 Pinsel und zeige euch, wie man ein komplettes Augen-Make-up schminkt an der lieben und sehr hübschen Domino Kati. Ich fange mal an mit dem Augen-Make-up und da ist ein flach gebundener, am besten auch noch angeschrägter Pinsel optimal, weil man einfach sehr viele Sachen automatisch machen kann. Man muss nicht irgendwie 3, 4 andere Pinsel benutzen. Ihr könnt das komplette Produkt, das seht ihr jetzt auch an der Kati, aufs Augenlid auftragen und immer schon noch in der Lidfalte hochblenden. Sprich, ihr habt quasi 2 Schritte in einem. Man möchte natürlich keine starken Kanten in seinem Augen-Make-up haben, deswegen nehme ich jetzt einen synthetischen Blendepinsel. Den könnt ihr nämlich auch für den Concealer später benutzen. Sprich, ihr spart wieder einen Pinsel. Der ist sehr gut, weil der schön fluffig ist und so ein bisschen spitz nach oben geht. Sprich, ihr könnt einfach schön ausblenden und weiche Kante schaffen. Ob man nun ein natürliches Augen-Make-up trägt oder es vielleicht ein bisschen dramatischer hat, so wie die Kati heute, finde ich, ist ein flach gebundener Pushliner-Brush total super, weil man einfach ganz leicht das Produkt unten an den Wimpernkranz herandrücken kann. Ihr könnt das halt ein bisschen mehr auftragen oder würde ich nur ganz leicht Definition schaffen. Aber euer Augen-Make-up wird auf jeden Fall kompletter aussehen. Jetzt widmen wir uns auch schon dem Gesicht von der lieben Kati. Und dafür ist dieser Pinsel auf jeden Fall essentiell, weil er einfach so viele Schritte auf einmal macht und ihr braucht wirklich nur den Pinsel. Das ist ein sogenannter Flat-Top-Kabuki-Pinsel, den ich erstmal nehme, um die Foundation wirklich schön in die Haut einzuarbeiten. Was ich danach mache, ist dann das Puder auftragen, einfach nur ein bisschen mit einem Tuch abrubbeln, das reicht auch aus. Und wenn ihr nochmal Kanten verblenden wollt, hier an der Seite von eurem Bronzer und dem Blush kann man den auch benutzen. Also ihr merkt, der ist wirklich sehr multifunktional und wenn ihr einen Gesichtspinsel sucht, dann empfehle ich euch den. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingspinsel, wenn es dazu kommt, Puder aufzutragen. Gerade wenn es um Bronzer oder eine Kontur geht, finde ich den wirklich toll, da der spitz zugeht. Sprich, ihr könnt eine sehr definierte Kontur schaffen im Gesicht. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr ihn auch einfach ein bisschen härter aufdrücken und schön Bronzer auftragen. Mache ich ja auch bei der Karte. Ich habe so eine Mischung gemacht zwischen Kontur und Bronzer. Dann könnt ihr ihn auch noch schön flach auf die Wange legen und einfach das Rouge auftragen. Sprich, ihr habt quasi 3 Produkte mit einem Pinsel. Und für den finalen Schritt habe ich quasi den kleinen Bruder von dem großen Pinsel hier oben. Den finde ich einfach sehr schön, auch gerade wieder, weil er spitz zuläuft. Sprich, man kann ihn wirklich nur partiell zum Beispiel zum Highlighter auftragen benutzen. Oder wenn ihr noch euren Concealer so ein bisschen setzen möchtet, dass er euch den Tag über nicht verrutscht, könnt ihr ganz leicht in tupfenden Bewegungen unter eurem Auge arbeiten. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Puder benutzt im Gesicht, kann man wirklich hier schön partiell das Produkt auftragen und auch hier wieder 3 Schritte mit einem Pinsel. Wir kennen das doch alle, wenn wir täglich unsere Pinsel benutzen. Irgendwann sind sie einfach dreckig und meine habt ihr auch schon gesehen, eben, die sind einfach sehr benutzt. Und es ist Zeit, sie wieder zu putzen. Ich habe den Evelyn Pinselreiniger ganz neu, den haben sie jetzt auch relativ neu rausgebracht. Es gibt natürlich auch teure Varianten, aber ich denke, ein Pinselreiniger ist auf jeden Fall ein großes Must-Have. Einfach den Pinsel mit einem Tuch ein bisschen befeuchten und man hat einfach sehr schnell wieder saubere Pinsel. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was euer absoluter Must-Have-Pinsel ist. Ich bin ein großer Pinselfreund, das würde mich total interessieren. Wir haben hier unten links nochmal unsere Playlist von Paris, was wir bis jetzt so gemacht haben. Klickt da auf jeden Fall mal rauf, wenn euch die Videos bis jetzt gefallen haben. Und hier, wo die liebe Jessie Wunderland von einem Make-up-Artist in Istanbul geschminkt, das sah so, so schön aus. Also schaut euch das auch auf jeden Fall an und dann sehen wir uns bald in Paris wieder. Also bis dann. Ciao.